Servus. Willkommen bei Austria Alpin. Danke fürs Zeitnehmen. Gerne. Vertrauen ist beim Klettern extrem wichtig. Das gilt nicht zuletzt auch fürs Material. Und kein anderer Ausrüstungsgegenstand verkörpert das wohl besser als der Karabiner. Ich bin Martin von Bergwelten und ein anderer Martin, nämlich der Martin Nalter von Austria Alpin, wird mir gleich ganz genau zeigen, wie man solche Karabiner herstellt. Gerne. Ich würde sagen, machen wir uns auf in die Produktion. Ja, mein Name ist Martin Nalter. Ich bin bei Austria Alpin verantwortlich für Prozesstechnologie und Konstruktion. Wir werden heute diesen Karabiner, einen Rocket Screwlock, auf seinem Weg durch die Produktion begleiten. Klingt spannend. Dann lass uns loslegen, oder? Gerne. Martin führt uns an diesem Tag in die Produktionshallen, die für Außerstehende normalerweise natürlich nicht zugänglich sind. Zuerst schauen wir uns das Material genauer an. Die Karabinerproduktion beginnt mit unserem Rohmaterial, Aluminiumstangen mit 3 Meter Länge. Ganz schön leicht. Woher bezieht ihr euer Aluminium? Also unser Aluminium beziehen wir, wie alle anderen Werkstoffe, auch aus dem EU-Raum. Und ist es eine spezielle Art von Aluminium? Ist eine hochfeste Aluminiumlegierung. Das ENAW 7075, gemeinhin bekannt als Flugzeugaluminium, weil Strukturteile im Flugzeug aus genau demselben Material zum Beispiel gemacht werden. Zuerst werden die Aluminiumstangen in exakt bemessene Teile geschnitten. So sind sie bereit für die erste Biegung. So schaut das Teil dann nach der ersten Biegung aus. Also wie ein Karabiner sieht das jetzt noch nicht unbedingt aus, aber es geht definitiv in die richtige Richtung. Die zweite Biegepresse und die Prägemaschine, die übrigens einem Gewicht von 1000 Tonnen entspricht, erledigen den Rest. Jetzt sieht es schon deutlich eher nach einem Karabiner aus. Bei uns laufen die Schichten 8,5 Stunden. Also wir arbeiten da im Zweischichtbetrieb. Da fordert doch einiges an Konzentration. Deswegen schauen wir, dass die Leute regelmäßig Pausen machen können. Und haben eben beim Neubau der Halle auf ein helles, angenehmes Arbeitsklima geachtet. Und wir versuchen natürlich auch im hauseigenen Werkzeugbau die Vorrichtungen so zu bauen, dass mögliche Fehlerquellen maximal minimiert sind. Warte, was passiert in diesem Wasserbecken hier genau? In dem Wasserbecken werden die Teile nach der Wärmebehandlung abgestreckt. Dazu muss man wissen, das Material, wenn wir es angeliefert kriegen, ist weich. Im weichen Zustand wird der Karabiner gebogen und geprägt, schaut dann so aus. Und nach der Umformung werden die Teile in dem Ofen lösungsgekühlt. Das heißt, die sind bei einer Temperatur von 492 Grad Celsius 1,5 Stunden im Ofen. Bei der hohen Temperatur wird das Gefüge homogenisiert. Das heißt, die Legierungselemente werden an die Aluminiumkristalle oder lösen sich in den Aluminiumkristallen. Das heißt, das ganze Gefüge, diese Fehlstellen, Verwerfungen, Umformungen werden ausgeglichen. Und dann kommen die Teile nach 1,5 Stunden aus dem Ofen raus und so schnell wie möglich in das Wasserbecken. Durch das Abschrecken im Wasserbecken erschrickt quasi das Gefüge und hat gar keine Zeit, wieder in die ursprüngliche Form zurückzukommen, sondern bleibt in dieser schönen homogenisierten Form. Nach dem Fräsen sind die Teile ja immer noch scharfkantig und die kommen dann da in die Scheuertrommel rein. Warte, was passiert beim Scheuerverfahren? Die Teile werden hauptsächlich deswegen gescheuert, weil nach dem Umformen, nach dem Fräsen sind ja am Teil scharfe Kanten. Und die Teile kommen dann in die Scheuertrommel mit den Schleifsteinen und darin werden eben die Kanten gebrochen. Das heißt, die Teile werden abgerundet, damit wir auf keinen Fall auf dem Karabiner zum Beispiel scharfe Kanten haben, wo das Seil verletzt werden könnte. Und in weiterer Folge in anderen Scheuertrommeln werden die Teile auf Hochglanz poliert. Für solche, die nicht eloxiert werden, wie der blaue zum Beispiel.
Wir gehen weiter zur Montage. Immer wieder beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit, aber zugleich auch Präzision die Fertigungsschritte hier durchgeführt werden. Wenn alles nied- und nagelfest ist, müssen die Karabiner noch eine ganz besondere Prüfung überstehen. Also da sind wir jetzt im Bereich der Montage, wo die Endmontage der Karabiner erfolgt. Das heißt, die letzte Kontrolle erfolgt immer durch einen Menschen. Das ist ja eine Aufgabe, die mit einer riesen Verantwortung verbunden ist, oder? Ja, mit Sicherheit. Also es ist so, dass bei der Endmontage der Karabiner jeder Karabiner auf Funktion geprüft wird. Und nach dem Vernieten dann, wenn der Karabiner wirklich fertig ist, landen alle bei uns am Tisch vom Chef. Wenn ein Karabiner einwandfrei läuft, dann wird er gleich zur Lieferung freigegeben. Sollte irgendwo einer zwicken, dann wird er bei der Endkontrolle noch einmal nachgestellt. Wenn es funktioniert, ist gut. Wenn es nicht funktioniert, dann kommt der Karabiner in eine Kiste für die QS. Und die QS prüft dann, warum geht der Karabiner nicht, wo liegen die Schwachstellen. Und anhand dieser Analysen versuchen wir dann, die Fertigungsprozesse zu optimieren. So, da sind wir jetzt bei der Qualitätssicherung, was ein sehr wichtiger Bereich bei uns, generell bei der Karabinerherstellung ist. Das glaube ich gern. Warte, kannst du kurz die Standards erklären, die hier die Karabiner erfüllen müssen? Es gibt da verschiedene Standards, zum Beispiel bei dem Karabiner, da steht jetzt die EN12275. Das ist eine Norm, die ein Karabiner erfüllen muss für den Bergsport. Dann gibt es zum Beispiel die EN362, ist eine Norm für die Arbeitssicherheit. Die erfüllt dieser Karabiner auch, ein Schrauber erfüllt diese Form. Hätte er jetzt keinen Schraubverschluss, dann würde er diese noch nicht erfüllen. Und so werden bei uns halt dann die Prüfungen je nach Anforderungen der verschiedenen Karabinertypen durchgeführt. Martin, kannst du diese Kräfte, die hier auf die Karabiner einwirken, irgendwie veranschaulichen mit einem Beispiel? Womit ist das vergleichbar? Also diese Karabiner, egal jetzt ob aus der Fertigung oder dann die Endprodukte, werden immer bis zum Bruch belastet. Und am Karabiner steht es ja eingeprägt, wie viel er aushalten muss. In dem Fall jetzt die Längsprüfung 26 kN. Also das sind ca. 2,6 Tonnen. Das ist schon ein sehr großes SUV oder ein gescheites Elektroauto. Nicht? Könnte man dann schon dranhängen, ohne dass der bricht. Okay. Na gut, wollen wir mal eins reißen? Bitte, dann geben wir Markus, unseren QS-Leiter. Der kann uns den Karabiner zerstören. Also bei dem Karabiner sieht man jetzt schön, das ist ein Gewaltbruch. Der ist jetzt in dem Fall einfach da oben gebrochen, weil da jetzt die größte Dehnung erfolgt ist. Und irgendwo gibt er dann halt nach. Also um wie viel mehr hat der die Norm quasi erfüllt, als notwendig gewesen wäre? Um 50%. Also der Karabiner hat eine Normfestigkeit von 20 kN. Wir garantieren 26, das heißt, wir garantieren sowieso schon wesentlich mehr als die Norm. Und gebrochen ist er bei 30 kN. Also das ist jetzt im Prinzip der letzte Punkt der Reise des Karabiners bei uns. Da befinden wir uns jetzt im Auslieferungslager. Und von da aus gehen unsere Waren in alle Welt, in über 80 Länder, werden die exportiert. Ja, warte, ich würde sagen, es war ein wirklich sehr spannender Rundgang durch den Fertigungsprozess eines Karabiners. Es hat mir und ich hoffe euch auch nochmal bewusster gemacht, wie viele Stationen so ein Gegenstand eigentlich durchlaufen muss, bevor er in den Verkauf kommt und ihr fasst noch mehr Vertrauen in ihn. Natürlich nicht ohne die nötige Vorsicht am Fels oder in der Kletterhalle walten zu lassen. Martin, herzlichen Dank. Gerne, Martin, war mir ein Vergnügen. Mach's gut. Danke. Danke. Gleichfalls. Ciao.